Mein Name ist Christian Schiffer. Ich habe ein Computerspielmagazin, das heißt WASD. Darüber hinaus arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk und habe ein Buch geschrieben, das im August erschienen ist. Und das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Ja, es ist halt einfach ein Festival, das so zeigt, so wie die Computerspielkultur heute sich präsentiert. Ja, also es ist ein Spiegel der Themen, die wir eben diskutieren. Ne? Also letztes Jahr war Anita Sarkeesian hier und die Darstellung von Frauen zum Beispiel in Computerspielen, das ist etwas, was wir seit langem diskutieren. Und ich finde halt, dieses Festival ist immer so, ja, wie so ein Brennglas. Darum geht es gerade. Das sind so die wichtigen Dinge, um die gerade gestritten wird. Und die werden dann halt hier abgebildet. Ich sehe die Zukunft von Computerspielen immer in leuchtendsten Farben, weil ich spiele jetzt seit 30 Jahren Computerspiel und eigentlich ist es immer alles geiler geworden, wenn man ehrlich ist. Und nicht nur die Grafik und nicht nur der Sound, sondern auch die Art, wie über Computerspiele zum Beispiel gesprochen wird. Die ist viel interessanter als noch vor 10 Jahren. Wir haben heute viel, viel mehr Nischen. Wir haben viel bessere auch Spiele, zum Beispiel wenn es um die Narration geht. Und wir haben sehr viel breiter aufgefächerte Geschmäcker. Wir haben eine viel diversere Community auch. Ne? Früher gab es halt einen bestimmten Typus eher, also zumindest ein Klischee, der Computerspiele gespielt hat. Das hat sich total verändert. Ich selbst schreibe ja über Spiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich mache Hörfunkbeiträge und da war es vor 8 oder 9 Jahren, musste man da lang rummachen und erklären und wie und was. Und mittlerweile werde ich andauernd irgendwie gefragt, ob ich nicht einen Computerspielbeitrag machen kann, habe nie die Zeit dafür, so ungefähr. Also da hat sich viel entwickelt und wir werden in den nächsten Jahren erstens noch viel aufregendere Spiele erleben. Wir werden in technischer Hinsicht sicherlich mit Augmented und Virtual Reality Spiele sehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und wir werden natürlich auch wieder Diskussionen führen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Also die Killerspiel-Diskussion wird sicherlich wiederkommen, wenn die Immersion noch größer wird mit Virtual Reality. Okay, aber da muss man dann halt auch durch. Da muss halt irgendwie jede Generation muss das halt einmal diskutieren. Und viel Spaß dabei, das kann ich nur sagen. Aber das wird alles sehr aufregend und man kann sich wirklich nur freuen auf die Computerspiele, die dann noch auf uns zukommen werden.